Kollegin, Sie nutzen Ihren Geburtstag heute hier für diese Rede und feiern Ihren Geburtstag hier im Hohen Hause. Ich möchte Ihnen für dieses außerordentlich hohe Maß an Pflichterfüllung, vor allem aber natürlich zu Ihrem Geburtstag, herzlich gratulieren im Namen der Kolleginnen und Kollegen. Recht herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, wir beraten heute das dritte Gesetz zur Änderung des Seefischereigesetzes. Mir ist bewusst, dass Fischereithemen nicht bei allen Kollegen ganz oben auf der Agenda stehen, und daher möchte ich gerne mit einigen grundlegenden Anmerkungen vorweg beginnen. Das Seefischereigesetz ist die Grundlage im deutschen Recht für den gewerbsmäßigen Fischfang auf See. Außerdem regelt es Aufgaben und Zuständigkeiten bei der behördlichen Überwachung der Seefischerei. Kernanliegen des Seefischereigesetzes ist es, die Fischbestände zu schützen. Daher sieht die gemeinsame Fischereipolitik der EU ein geregeltes Bewirtschaftungssystem vor, das die Reproduktionsfähigkeit der Bestände langfristig sichert, die Fangmöglichkeiten gerecht aufteilt, insgesamt den Erhalt von Meeresressourcen garantiert und damit natürlich auch den Fischern einen wirtschaftlich ausreichenden Ertrag sichert. Die Fischer werden nun auf verschiedenste Weise kontrolliert und überwacht. Sie sind über ein Satellitensystem jederzeit zu orten. Sie müssen die Quoten der einzelnen Fischarten einhalten, jeden Hohl ins Logbuch eintragen, aufgrund des Rückwurfverbotes auch alle Beifänge in den Häfen anlanden. Darüber hinaus gibt es Modellversuche mit einer Kameraüberwachung an Bord, um jegliche Manipulation auszuschließen. Die Erfassung der Daten und strikte Kontrolle spielen also eine große Rolle. Mit der Änderung des Seefischereigesetzes, das wir heute hier diskutieren, werden nun einzelne Vorschriften im deutschen Recht an das geltende EU-Recht der Fischerei angepasst. Viele Passagen im Gesetz waren absolut unstrittig. Strittig war allerdings in den letzten Wochen das Ansinnen der Bundesregierung, das BML zu ermächtigen, die seewärtige Fischereiaufsicht auf den Zoll und die Bundespolizei auszuweiten. Sie könnten dann neben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, der BLE, auch wieder Aufgaben in der Fischereiaufsicht wahrnehmen, wie sie das bis 2011 auch getan haben. Wie sinnvoll nun diese Zusammenführung von verschiedenen Kontrollinstanzen ist, welche Vor-, aber auch vor allem welche Nachteile sich dadurch für unsere Fischer ergeben, darüber haben wir in den letzten Wochen viel diskutiert. Sinnvoll ist es sicherlich, die gute Zusammenarbeit der drei schiffsführenden Ressorts BMF, BMI und BML zu stärken und die enge Zusammenarbeit der BLE und der Zollverwaltung im Maritimen Sicherheitszentrum in Cuxhaven zu vertiefen. Andererseits befürchten aber nun vor allem die Fischer ausufernde zusätzliche Kontrollen. Wir haben diese Sorge sehr ernst genommen und haben in den Verhandlungen mehrfach darüber debattiert. So ging es hauptsächlich um die Frage: Sind der Zoll und die Bundespolizei bei diesen dezidiert fischereirechtlichen Fragen in der Lage, die vielschichtigen und komplexen Kontrollen an Bord versiert durchzuführen? Es geht um die Beurteilung von Fischarten, von Mengen, von Fischgrößen, von Netzarten, von Maschengrößen und vieles, vieles mehr. Und ich muss sagen, auf diese Frage haben mein Kollege Saathoff und ich keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Andererseits ist diese Kompetenzverteilung auf Zoll und Bundespolizei auch keine neue Errungenschaft. Seit den 90ern gab es bereits eine Rechtsgrundlage für eine solche Tätigkeit, und die wurde auch ausgeübt. Wohlversehentlich wurde dann im Jahre 2011 im Rahmen der letzten Änderung des Seefischereigesetzes dieser Passus gestrichen. Seitdem wurden vom Zoll mangels tragfähiger Rechtsgrundlage keine Fischereivollkontrollen mehr vorgenommen. Im Jahr 2014 haben dann BML und BMF aufgrund einer Verordnung vereinbart, dass die Zollverwaltung bis zur Verabschiedung eines neuen Gesetzes, also dem heutigen Tag, wieder Kontrollen durchführen kann. Und um diese Praxis nun also auf eine ordentliche Rechtsgrundlage zurückzuführen, soll die Streichung von 2011 wieder rückgängig gemacht werden. Meine Damen und Herren, das war ein absolut kurzer Abriss der durchaus hitzig geführten Diskussion. Und ich habe es mir selbst nicht leicht gemacht, den viel diskutierten Artikel 1 des Seefischereigesetzes, um den es hier geht, wieder im Gesetz zu verankern. Aber ich möchte an dieser Stelle auch eins ganz deutlich machen. Nach allen Restriktionen, die den Fischern vor allem in letzter Zeit auferlegt wurden, und ich denke an die extreme Absenkung der Dorschfangquoten in der Ostsee, können wir uns keine weitere Verzögerung der Verabschiedung des Gesetzes erlauben.
Denn wenn wir noch weiter debattieren, geht es nicht mehr nur um den Unmut unserer Fischer um zusätzliche Kontrollen, sondern es geht schlichtweg um ihre Existenz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir das Gesetz heute nicht verabschieden, werden die Gelder aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds nicht ausgezahlt, die an die Erfüllung der Gesetzesvorhaben gebunden sind. Wir sollten also nicht länger die nötigen EU-Zahlungen blockieren. Mein Plädoyer, bevor wir gleich über die Änderung abstimmen, ist hoffentlich deutlich geworden. Es darf uns nicht mehr um eine unnötige Verlängerung der Diskussion gehen, sondern darum, dieses Gesetz heute zu verabschieden und damit das Geld für die Fischer auf den Weg zu bringen. Ich kann Sie nur eindringlich darum bitten, stimmen Sie dem vorgelegten Gesetz zu. Ich danke Ihnen. Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt die Kollegin Birgit Menz.